Heute müssen sich die Kandidatinnen mit der hoheitlichen Kutsche auseinandersetzen, denn die Gewinnerin der Bierköniginnenwahl bekommt dieses schicke Auto geschenkt, aber natürlich nur, wenn sie handwerkliches Geschick beweist und Auto fahren kann. Aufgabe Nummer 1, Reifen wechseln. Der Profi macht's vor, dann dürfen die Kandidatinnen ran. Da zeigen sich direkt die ersten Unterschiede. Ohne Handschuhe. Natürlich, ich bin Friseurin. Willst du die Hände nicht schmutzig machen? Nee, nicht unbedingt. Und wie war das noch gleich mit diesem komischen Werkzeug? Ich check nichts, Leute. 17 hier, oder? Nein. Wo steht das? 17. Fotograf Roman kommt den Mädels zur Hilfe. Daran müssen sich die zukünftigen Hoheiten auch gewöhnen. Blitzlichtgewitter, selbst beim Reifenwechseln gut aussehen. Ein paar Muckis sollte die zukünftige Bierkönigin auch mitbringen. Echt anstrengend. Mehr Kraft. Ich habe Angst, dass der Reifen dann gleich runterfällt. Und das will ich nicht, oh Gott. Kandidatin Marleen holt sich männliche Unterstützung. Wenn die Vorgängerin gut anzieht, gell? Richtig. Dann ziehe ich der andere auch wieder gut an. Ja, ist Taktik, alles Taktik. Ja. Wir haben gesagt, extra nicht fest anziehen für die nächste, um ehrlich zu sein. Ich arbeite miteinander, nicht gegeneinander. Fertig. Wie ist es, wenn man jetzt den ganzen Mädels zuschaut? Verzweifelt man da nicht als Profi? Ein bisschen, ja. Ein bisschen schon, aber die machen es eigentlich relativ gut. Also es ist schwieriger, als es aussieht. Der Reifen ist schwer, oder? Ja, also das unterschätzt man echt. Schon mal gemacht? Noch nie, aber ich hatte schon mal eine Panne. Ich hatte sogar einen Ersatzreifen dabei, aber ich wusste nicht, wie es weggeht. Und was hast du dann gemacht? Mein Vater angerufen. Hätte ich auch nie gedacht, dass du das mal im Dunkeln machst, oder? Nee, absolut nicht. Also losfahren will ich wahrscheinlich nicht, aber... Würdest du dir jetzt selber nicht vertrauen? Nee. Damit sich aber jeder beim Reifenwechsel sicher sein kann, gibt's noch einen Tipp vom Fachmann. Also jetzt bei den Mädchen hat man es ja direkt gesehen, dass jeder immer direkt am Reifen gepackt hat. Aber der Schwerpunkt eigentlich an der Felge und an der Narbe ist halt hier in der Mitte. Wenn man direkt eigentlich nur mit zwei Händen halten könnte, könnte ich ganz einfach so halten und die einzeln erstmal anziehen und dann später mit dem Ding nachklacksen. Nächste Aufgabe, das Einparken. Kandidatin Jasmin hat erst seit wenigen Monaten ihren Führerschein. Wie war das in der Fahrschule so bei dir mit dem Einparken? Ja, es ging eigentlich seitwärts, war so lala. Oh je, dann mal los. Gar nichts. Wie viel Hofbräu hast du heute schon getrunken? Also wie ich gerade fahre, glaube 10. Don't drink and drive. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt rückwärts fahren soll. Ich glaube, am besten gar nicht mehr, weil da kommt das Auto. Ja, ich glaube, ich fahre noch mal raus, wenn das geht. Nina und Autos, wie passt das zusammen? Eigentlich ganz gut, würde ich mal sagen. Also ich fahre für mein Leben gern Auto, also von daher. Schon einen Unfall gehabt? Nee, noch nicht zum Glück. Oh Gott. Also mit dem Gang hast du nicht so, gell? Das ist so ungewöhnt, das Auto für mich. Aber auch andere haben mit dem Rückwärtsgang so ihre Probleme. Wie geht man von der Rückwärtsgang rein? Runter drüber. Rüber und runter. Nee, nochmal rüber. Autofahren sollte sie also drauf haben, die zukünftige Bierkönigin. Denn wer mit diesem Auto rumkutschiert, der zieht schon seine Blicke auf sich, oder? Da wird natürlich von überall angehupt, gewunken und die Leute an den Ampeln machen Bilder, wenn ich irgendwo geparkt habe. Und meistens die älteren Männer dann, Bierkönigin, ja wie? Und ich immer so, ich muss los. Und die reden und reden, ja, also das gab es schon auch. Oder mir schicken irgendwelche Leute Bilder von meinem Auto und ich dachte mir so, Gottes Willen, wo steht das denn? Und die Leute zum Teil einfach dorthin so eine Bilder gemacht haben, mir dann geschickt ist, ja, wo bist du denn schon wieder? Man wird halt überall erkannt. Dann sollte das Einparken auf jeden Fall sitzen. Und das nächste Mal geht's hoch hinaus. Was genau? Sie dürfen gespannt sein.